Die Nacht, als ich Kinderlachen im Wald hörte. Du bist dran! Warte, ich kann nicht so schnell! Es war der heilige Abend 2017. Eigentlich war es ein ganz normaler Abend, wie jeder andere auch. Naja, Heiligabend ist immer was Besonderes, aber diese Nacht war wirklich etwas Besonderes. Ach, Mann, bin ich voll gegessen. Erstmal eine rauchen. Wie jedes Jahr kommt meine Familie zu Besuch. Und es gibt ein riesen Festmahl. Ja, ein Heiligabend. Bei uns gab es nie diese traditionellen Würste mit Kartoffelsalat. Als ich dann rausging, um eine zu rauchen, hörte ich gegenüber im Wald lautes Kinderlachen. Warte! Was? Kinder? Aber es ist doch schon fast 12 Uhr. Im Wald? Ich machte mir ein wenig Sorgen. Ich meine, was machen Kinder allein im Wald? Um diese Uhrzeit? Das war sehr ungewöhnlich. Ich muss, glaube ich, mal nachsehen. Nicht, dass sie verloren gegangen sind. Hallo? Warum ist da jetzt plötzlich keiner mehr? Hallo? Da ist es plötzlich wieder. Hallo? Kinder? Wer ist da? Das ist ja ein Mensch. Hallo? Wer seid ihr? Solltet ihr nicht schon längst daheim sein? Es ist schon bald 12 Uhr. Wir sind doch daheim. Das ist unser Zuhause. Wo seid ihr? Ich kann euch nicht sehen. Uns kann niemand sehen. Aber was soll das heißen, euch kann niemand sehen? Wer seid ihr? Wir sind Geister der Rauhnächte. Was? Geister der Rauhnächte? Kennst du nicht die Rauhnächte und ihre Wunder? Nein, die kenne ich nicht. Die Rauhnächte sind zwischen Heiligabend und Heilige Drei Könige. Dort passieren sehr viele unerklärliche Dinge. Die können auch für den Menschen ziemlich unheimlich sein. Soll das heißen, ihr seid keine Menschen? Nein, wir sind Geister. Und streuen jetzt im Wald herum. Du bist dran. Warte, ich bin noch nicht so weit. Ich will nicht dauernd Fang spielen. Okay, ich glaube, das wird Zeit für mich zu gehen.
Die Rauhnächte sagten mir überhaupt nichts. Also machte ich, wie jeder Mensch es wohl tun würde, googeln. Ja, genau. Und ich stieß auf eine Seite von Beiträgen. Von Blogbeiträgen, die von Menschen verfasst worden sind. Wo solche unglaublichen Phänomene passiert sind. Genau in der Zeit zwischen Heiligabend und Heilige Drei Könige. Es waren gruselige Dinge dabei, aber... auch interessante, teilweise auch schöne, aber unerklärliche Dinge.